Feuerwehrnotruf um 3 Uhr morgens. Rauchentwicklung in einem Magdeburger Neubaugebiet. Zuständig ist die Feuerwache Nord. Das Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr braucht nur wenige Minuten, um den Einsatzort zu erreichen. Dort brennen 2 Wertstoffcontainer. Vermutlich wurde das Feuer absichtlich gelegt. In letzter Zeit ein häufiger Einsatzgrund. Hallo. 4000 Liter Wasser befinden sich im Tank des Löschfahrzeugs. Kleinere Feuer kann die Besatzung damit sofort und unabhängig von der Wasserversorgung vor Ort bekämpfen. Den Containerbrand haben die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle. Trotzdem müssen die Männer auf Nummer sicher gehen. Nacheinander öffnen sie die großen Metallbehälter und löschen so lange weiter, bis kein noch so kleiner Glutrest mehr glimmt. Erst dann ist ihre Aufgabe hier beendet. Mittlerweile ist es fast 3:30. In dieser Nacht war es schon der 3. Einsatz dieser Art. Die Feuerwache Nord in der Peter-Paul-Straße ist einer der beiden Hauptstützpunkte der Magdeburger Berufsfeuerwehr. Kurz nach 6 Uhr treffen die Kollegen der neuen Schicht ein. 3 Wachabteilungen mit je 33 Feuerwehrleuten versehen hier abwechselnd Dienst. Mario Mutschal ist einer von ihnen. Wie zu jedem Arbeitsbeginn schafft er zuallererst seine persönliche Ausrüstung auf sein Einsatzfahrzeug. Für 24 Stunden sind er und seine Kameraden jetzt in ständiger Alarmbereitschaft. Er ist seit 10 Jahren dabei. Ich bin mit 16 zur Freiwilligenfeuerwehr gegangen. Mit einem Freund, der hat mich da mitgenommen, hat gesagt, was meinst du, guck mal und so weiter. Ja, bei mir im Ort, in dem ich wohne. Und hab da Interesse dran gefunden und habe mich dann bei der Berufsfeuerwehr beworben. Und im zweiten Anlauf habe ich es dann geschafft, denn doch angenommen zu werden. Und bin jetzt hier, ja. Die Besatzungen übernehmen ihre Fahrzeuge. Obwohl hier alles seinen festen Platz hat, wird jeder Ausrüstungsgegenstand noch einmal überprüft. Im Ernstfall muss alles in Sekunden zur Hand sein. Um 7 Uhr meldet die Wachabteilung Bereitschaft. Und sogar die Einsatzhosen stecken da schon in den Stiefeln. Wie fast immer beginnt der Tag mit Ausbildung. Heute ist es Gerätekunde. An sich, Vorteil hier, Schlauchpumpe, Selbstansaugung. Ja. Alarm. Im Bunker eines Müllheizkraftwerkes ist Feuer ausgebrochen. Ein kompletter Löschzug wurde angefordert. Mario Mutschal und seine Kollegen haben klare Vorgaben. 60 Sekunden nach der Alarmierung müssen die Fahrzeuge ausrücken. Das Heizkraftwerk liegt nicht weit entfernt. Löschzug 1 rollt in Richtung Roten See. Schon während der Fahrt legen die Feuerwehrleute ihre Einsatzausrüstung an. Mal gucken, das ist nicht das erste Mal, dass wir da sind. Wenn da Alarm eingeht, ist auch meist wirklich was. Mal schauen. Die Einsatzleitung bemüht sich inzwischen darum, weitere Details über das Feuer zu erfahren. Jede neue Information wird an die Fahrzeuge weitergegeben. Einer der Restabfallbunker soll betroffen sein. Ein Schwelbrand im angelieferten Müll. Ankunft auf dem Betriebsgelände. Mario Mutschal und seine Kollegen machen sich ein erstes Bild. Werksmitarbeiter haben bereits mit dem Löschen begonnen und von einem offenen Feuer ist nichts mehr zu sehen. Doch gerade Schwelbrände in der Tiefe der Müllschichten sind gefährlich und können immer wieder aufflammen. Deswegen entschließt sich die Einsatzleitung, den betroffenen Bereich weiträumig abzulöschen. Ja, die Kollegen hier im Müllheizkraftwerk haben ja selber auch schon Möglichkeiten, mal was zu machen. Und das war ein Entstehungsbrand, den wir selber schon im Anfangsstadium halt bekämpfen konnten. Hier im
machen jetzt noch ein bisschen Wasser drauf, mit Schaumittel versetzt, dass es weiter in das Brandgut eindringen kann. Er nimmt jetzt noch mit dem eigenen Bagger hier so ein, zwei Schaufeln raus, dass wir auch die Tiefe haben, um zu sehen, dass hier drunter was nachbrennt. So lange warten wir hier noch, dann war es das für uns. Ja, relativ zügig erledigt. Nach 30 Minuten ist der verdächtige Müll vollständig mit Löschmittel durchtränkt und wandert direkt in den Verbrennungsofen des Kraftwerks. Für die Feuerwehr ist der Einsatz beendet. Sind Sie fertig? Und ab! Am gleichen Vormittag quälen sich auf dem Gelände der Wache Nord 8 junge Leute mit schwerem Atemgerät über die Etagen. Konditionstraining für die Auszubildenden der Magdeburger Berufsfeuerwehr. Die schweißtreibende Strecke muss mehrmals nacheinander absolviert werden. Denn neben einer guten fachlichen Qualifikation sind in der 24-monatigen Ausbildung immer wieder zwei Dinge gefragt. Kondition und der feste Wille, diesen Beruf auch wirklich machen zu wollen. Wie immer bei der Feuerwehr spielt die Zeit die entscheidende Rolle. Wer die engen Vorgaben nicht erfüllt, muss seine Übung später wiederholen. 3 Minuten und 11. Warte. Gut. Trainingspause. Unter den 8 Auszubildenden ist Stefanie Neike die einzige Frau. Das ist anstrengend. Vor allem, wenn man zu klein ist immer. Muss das immer hochheben. Die Jungs können das schön durchhängen lassen. Aber 10 cm an der Größe wäre schon nicht schlecht. Wie gesagt, versuch mal für dich selber auch mitzuzählen, auf 100 ungefähr so zu kommen. Die Ausbildung der Anwärter ist breit gefächert. Am Nachmittag steht für die zukünftigen Feuerwehrleute die Versorgung von Notfallpatienten auf dem Unterrichtsplan. Auch die Arbeit im Rettungsdienst wird später fest zu ihrem Berufsalltag gehören. Was die Fitness betrifft, dürfen auch gestandene Feuerwehrmänner nichts anbrennen lassen. Mario Mutschall und seine Kollegen treiben täglich Sport. Ich habe knapp 80 Kilo, wenn ich ausgerüstet bin, nur mit den Einsatzbekleidung und Atemschutzgerät habe ich so 105 Kilo und die müssen da mit. Und da habe ich noch keinen Schlauch und kein Strahlrohr und kein Brechwerkzeug, nichts mit. Ja, das muss ja alles noch dazugerechnet werden. Und wenn ich dann da irgendwo auf der halben Strecke sitzen bleibe, weil ich nicht mehr kann, ist ja nicht bloß für mich schlecht, für meine eigene Sache, für eigenes Risiko, als auch für mein Truppmitglied, meinen zweiten Mann. Inzwischen ist es Abend geworden. Mario Mutschall hat jetzt schon 14 Stunden Dienstzeit hinter sich. 10 weitere stehen ihm noch bevor. Die Nacht verbringen die Feuerwehrleute in Ruheräumen über der Fahrzeughalle. Je 3 Kollegen teilen sich ein Zimmer. Aber auch hier sind sie ständig abrufbereit. Der Schlaf ist eher ein leises Schlummern, denn wenn die Alarmglocke läutet, müssen sie augenblicklich wach sein. Doch in dieser Nacht gibt es keinen weiteren Einsatz. Guten Morgen, Kollegen. Fertig machen zur Dienstübergabe. Jeder Feuerwehrmann bleibt so lange in Bereitschaft, bis seine Ablösung aus der neuen Schicht eingetroffen ist. Enrico Otterstein gehört zur 3. Wachabteilung, die jetzt den Dienst übernimmt. Schönen Feierabend. Enrico arbeitet seit 4 Jahren bei der Berufsfeuerwehr. Er ist 28 und in seiner Abteilung der Jüngste. Natürlich freut mich auch herzukommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Kollegen wiederzusehen, man verbringt ja auch viel Zeit miteinander durch den 24-Stunden-Dienst. Und natürlich auch eine gewisse Herausforderung, um zu sehen, was der Tag halt bringt. Ja. Der erste Alarm, kurz nach 9 Uhr. Ein Mann sorgt sich um seinen Bruder. Der hat sich seit Tagen nicht gemeldet und reagiert auch nicht auf lautes Klopfen an der Wohnungstür. Er ist krank und müsste eigentlich zu Hause sein. Rettungsdienst und Polizei sind unterwegs. Die Feuerwehr soll dem Notarzt nun schnell Zugang zur Wohnung verschaffen. Das ist hier unten gleich links. Die Tür macht den Eindruck, als wenn sie nicht verschlossen wäre. Ansonsten ist auf der Rückseite ein Fenster angekippt.
Wird ein Notfall vermutet, sind die Feuerwehrleute als Vollzugsbeamte berechtigt und besonders dafür ausgerüstet, Wohnungen zu öffnen. Während es ein Kollege mit Spezialgerät an der Tür versucht, sondiert Enrico die Lage auf der Rückseite. So, also die Kollegen holen jetzt noch zwei Steckleiterteile und dann werden wir quasi über die Leiter hier das Fenster jetzt dann öffnen, um uns Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Das Wohnzimmerfenster ist angekippt. Eine Chance für die Retter, schnellstmöglich in die Wohnung zu gelangen, ohne dabei allzu großen Schaden anzurichten. Dennoch gibt es keine letztendliche Gewissheit, ob der Mieter überhaupt zu Hause ist. Doch die Aussage des Bruders ist alarmierend und die Zeit drängt. Über die kurze Leiter ist das Fenster gut erreichbar. Aber der offene Spalt erweist sich als sehr eng. Enrico Otterstein will versuchen, den Mechanismus mit einer speziellen Vorrichtung auszuhebeln. Enrico, riecht komisch? Nö, erstmal noch nicht, außer nach Zigarettenrauch. Nach wenigen Augenblicken ist das Fenster offen und Enrico kann einsteigen. Hallo! Auch der Rettungsdienst bereitet sich jetzt auf den Einstieg vor. Tür ist auf, könnt ihr doch den guten Weg nehmen. Enrico hat den Wohnungsschlüssel gefunden und die Tür von innen geöffnet. Der Weg für die Retter ist endgültig frei. So, wir haben den Notarzt noch vor Ort kommen. Wenig später steht fest, hier kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann ist tot und das wahrscheinlich schon seit einiger Zeit. Die Feuerwehrleute packen ihre Ausrüstung zusammen. Polizei und Rettungsdienst übernehmen jetzt die weiteren Schritte. Für Enrico Otterstein und seine Kollegen ist der Einsatz beendet. Begegnungen mit menschlichem Leid oder Tod sind nicht alltäglich, aber sie sind eine unvermeidliche Seite des Berufes, der sich jeder Feuerwehrmann stellen muss. Also wir werden auch geschult, wie man bestimmte psychische Veränderungen auch an einem selber erkennt und wie man dann auch eventuell reagieren kann darauf. Ansonsten gibt es hier seitens der Feuerwehr auch Möglichkeiten, wenn jemand mit den Bildern, die er sieht, gar nicht klarkommt, gibt es dann auch Angebote für Einsatznachsorge, Notfallseelsorge etc., dass man dann auf jeden Fall immer jemanden hat, mit dem man sozusagen die gesehenen Bilder auch besprechen kann, um die dann noch zu verarbeiten. Nach dem morgendlichen Einsatz beginnt das heutige Trainingsprogramm. Auf einem Industriegelände hat es einen angenommenen Unfall gegeben. Die Herausforderung: Der Verletzte liegt in mehr als 40 Metern Höhe. Neben der Ausbildung als Feuerwehrmann und Sanitäter oder Rettungsassistent wird von jedem Mitarbeiter in den Wachabteilungen eine weitere Spezialisierung erwartet. Enrico Otterstein gehört zu den Höhenrettern, ausgebildet für Einsätze auf schwindelerregendem Terrain. Das vermeintliche Unfallopfer spielt heute ein Kollege. Hallo? Alles klar? Wie heißt Sie denn? Jörg, alles klar. Was ist passiert? Mir stürzt am Rücken gefallen. Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, den Patienten passiv zu retten. Das heißt, dass die Kollegen jetzt von oben, wo die Seile angebracht werden, uns ablassen. Und ich bereite mich jetzt darauf vor, an der Trage beim Patienten mich zu positionieren. 1, 2, 3. Zack. Und der Schulze geht? Ja, ist okay. Während der Verletzte in eine Transporttrage eingebunden wird, treffen die Kollegen auf der oberen Plattform ihre letzten Vorbereitungen. Bei der ganzen Geschichte das Kniffligste ist in der Regel der Ausstieg. Also der Moment, wo dann wirklich Patient und Retter im Seil hängen. Es ist nur eine Übung, aber auch dabei ist Sorgfalt überlebenswichtig. Enrico und seine Kameraden beginnen mit dem schwierigen Transport. Ich gucke mal nach Weimar.